Das Ziel unseres EIP-Projektes ist es, dass wir dem Landwirt ein Düngesystem an die Hand geben wollen, mit dem er erfolgreichen Pflanzenbau und den Umweltschutz, besonders den Grundwasser- und Trinkwasserschutz, in Einklang bringen kann. Ja, für uns ist es sehr wichtig, bei dem EIP-Projekt mitzumachen, weil wir immer schon geglaubt haben an diese Verbindung aus Wissenschaft und praktischem Einsatz. Und es ist natürlich für uns als landwirtschaftlicher Betrieb auch sehr wichtig, dass wir die Themen, die für uns wichtig sind und die nachhaltig sind, wie zum Beispiel das Thema Stickstoffeffizienz, dann auch im wissenschaftlichen Umfeld ausprobieren können, sodass wir sie später auch in unserem Betrieb einsetzen können. Um die Anforderungen an eine nachhaltige Düngung ohne Ertragsverluste umsetzen zu können, benötigen wir Smart Farming. Wir müssen also sehr kleinspezifisch wissen, was benötigt die Pflanze, was wird vom Boden entsprechend angeboten, um dieses aufeinander in Deckung zu bringen und dann quasi nur noch das Notwendige ausgleichen zu müssen. Wir führen hier in Irlbach die Versuche zum EIP-Projekt der Stickstoffeffizienz durch. Und wir haben einen groß angelegten Versuch, der wissenschaftlich betreut wird. Und hier bei uns auf den Flächen gibt es eigentlich ideale Voraussetzungen, um den Versuch sowohl wissenschaftlich durchzuführen, als auch dann diese praktischen Erkenntnisse dann entsprechend eventuell später im Betrieb wieder zu übernehmen. Die Albrecht-Methode ist ein Verfahren der Bodenanalytik, dessen Basis die Analyse der Kationaustauschkapazität darstellt. Die austauschbaren Kationen sind ein guter Indikator für die pflanzenverfügbaren Nährstoffe im Boden. Im vergangenen Sommer und in der vergangenen Saison haben wir weitere Versuche durchgeführt, die mit dem Projekt zusammenhängen. Hier wollen wir ja klären, inwieweit die Stickstoffeffizienz gesteigert werden kann. Und die Versuche, die jetzt gelaufen sind, die gehen genau in dieses Projekt eben ein. Und die Ergebnisse sind sehr vielversprechend. Als Vorteile der teilschlagspezifischen Düngung für die Stickstoffeffizienz können wir sagen, dass wir genauer auf die Bedürfnisse der einzelnen Teile des Schlages eingehen und damit eine Überdüngung, Unterdüngung entsprechend vermeiden können. Wir haben den großen Vorteil bei der Albrecht-Methode, dass wir endlich ein System haben, mit dem wir erfolgreiche und effiziente Düngung mit dem Umweltschutz und dem Grundwasserschutz in Einklang bringen. Zudem können wir die Böden ertragsfähiger machen, vor allem langfristig. Und diese Methode ist vor allem für die Praxis sehr einfach in den betrieblichen Ablauf zu integrieren. Aus den ersten Ergebnissen der Untersuchung zeichnen sich Tendenzen ab, dass es durch die Anwendung der neuen Methoden möglich ist, den Reststickstoff in der Fläche zu reduzieren, mehr Ertrag auf der Fläche mit aus dem Stickstoff zu produzieren und eine Auswaschung ins Grundwasser damit auch zu reduzieren.